wir sehen uns mal wieder bei Euro Truck Simulator. Vielleicht wieder mitten in einer Aufnahme. Wenn nicht, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Euro Truck Simulator 2. Wenn doch, wir machen weiter und starten den Motor. Mach diesen verkackten Scheibenwischer aus. Oh. Ich gucke einmal auf die Karte. Ne, Auftragsangebot. Ja, mit meiner eigenen Firma bitte. Dankeschön. Ne, das ist mir zu weit weg. Klicke einfach mal hier auf Dortmund. Das hier würden wir schaffen. Jo, das ist doch... Dann bleiben wir mal hier in Deutschland. Obwohl, eigentlich kann uns das ja auch scheißegal sein. Hier nehmen wir den mal an. Ja, ja. Ich habe mir noch was überlegt über Nacht. Man kann ja die Firma updaten und sowas. Wo war das? Fortschritt, Entwicklung. Aber man kriegt, weiß ich, nee, hallo. Schneller Auftrag, Frachtmarkt. Frachtmarkt. Sorry. Wo waren denn das? Firmenmanager, genau, verfolge Fortschritte, Bewohnergröße, LKW-Flotte, okay, Fahrermanager, Garagenmanager hier. Hamburg-Winzig, das kostet 180.000, gut. So, gab's denn Informationen da? Nee. Was kriegt man denn? Die Auswahl, die... Wird zwei zusätzliche, okay, dann hätten wir zwei für einen. Oder wir bezahlen 6.000 mehr und kriegen dann drei neue Slots. Ich glaube, das wäre auf die Dauer sinnvoller. Oder wir fahren einfach mal rum und suchen dann. Aber erstmal müssen wir die Kohle überhaupt hier zusammen. So, dann geht es hier noch ein bisschen mehr zurück. Habe ich schon erzählt, dass ich die Audioeinstellungen etwas geändert habe. Jetzt hört man den Motor besser und den Zaun, also das Radio, aber trotzdem noch. Und ich wollte gerade sagen, ich hoffe, da kommt keiner. Oh, Fraps kackt hier wieder rum. Jetzt kann ich auch wieder anständig schalten. Oh, jetzt macht das richtig Spaß. Und mich hört man natürlich auch. Was ich eigentlich gleich mal testen könnte, wenn wir da beim Anhänger, beim Trailer sind, dann teste ich mal, ob man mich auch gut hört. Michael Jackson, weiß ich gar nicht. Ich kenne mich mit Musik nicht so gut aus. Das hört sich ganz so an. Ja, doch. Aber ein bisschen verändert, oder? Naja. Okay. Das geht gar nicht hier bei 20 FPS. Okay, von vorne kommt eigentlich nichts. Na. Die Raupenbagger könnten wir auch transportieren. Ne, komm. Oder? Wo steht denn die Kilometeranzahl? 3 Stunden 25, doch. Hm.
Komm, machen wir das. Fahren zu den scheiß Auflieger. Okay. Firma läuft. Also können wir hier rechts, links. Unter normalen Umständen natürlich schon. Aber jetzt natürlich nicht. Drei war das. Ach, hier ist ja genug Platz. Ach man, wenn dieser Kackzug dann nicht stehen würde. Ich hoffe, man hört mich wirklich gut. Wenn nicht, wäre das schon kacke. Hier fahre ich mal nicht so schnell rüber. Ganz sozial und blinken, wenn man mich hört. Wieder Rückwärtsgang rein. Gut, und ich mache einmal einen Soundcheck, ob man mich hört. Ihr merkt das ja sowieso. Machen wir mal ganz vorbildlich den Motor aus. Bis gleich. Wie ich wohl bemerkt habe, hört man mich ganz gut. Das gefällt mir natürlich. Kupplung treten. Jo. Zweiter Gang rein. Oh, der scheint richtig schwer zu sein, dieser Anhänger. Wieder ganz vorbildlich. Ach, da steht der Bagger. Ich versuche immer besser und vorbildlicher zu fahren. Hier können wir einfach rechts rum. Oh, ich sollte nicht mehr so enge Kurven fahren. Ballermann lernen. So, mein Kumpel ist übrigens nicht mehr hier. Ja. Naja. Jetzt wollen wahrscheinlich wieder viele wissen, wie heißt denn der Kumpel? Das darf ich nicht sagen. Das, ey, warum bleibst du stehen? Ich bremse auch gar nicht mehr. Wann ist unsere nächste Ruhepause? So. 10 Stunden noch was war, da haben wir keinen Schaden mehr, doch. Das hätte mich jetzt gewundert, hätten wir keinen mehr. Das wäre aber schön gewesen. Jo. Und mir hat einer gesagt, ich soll nicht vom 10. auf den 12. direkt... Was ist das denn, du Penner?
Da wollte der überholen und sieht nicht, dass ich hier komme, ey. Was war das denn für ein Penner? Wo war ich? Achso, dass ich. Also nochmal, mir hat einer gesagt, umschalten, dass sie nicht mehr vom 10. zum 12. schalten soll, sondern vom 10. zum 11. und vom 11. zum 12. Das soll angeblich besser sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ging noch einigermaßen, aber hey, hör auf zu blinken. Ich war jetzt nicht ganz zufrieden mit der Leistung von der Kurve. Komm, du schaffst das. Brava Renault. Renault. Oh, ich freue mich schon, wenn wir einen MAN haben. Oh, ich liebe MAN. Weiß nicht warum, aber ich mag die Marke einfach. Hier, nein, links. Da muss ich rüber. Mac, I'm gone.